Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Rotunde Talk. Mein Name ist Udo Hahn. Ich bin Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing und spreche zu Ihnen in der Rotunde unseres Hauses. Dieser Raum ist das Herz der Akademie. Die meisten unserer Veranstaltungen finden hier statt. Bis zu 120 Menschen können hier Vorträge hören, Podiumsdebatten erleben und mitdiskutieren. Wie der Name Rotunde schon sagt, handelt es sich um einen Rundbau. Der Architekt Olaf Andreas Gulbrandsson hat ihn entworfen. Gebaut wurde er in den Jahren 1958-59. Wer hier hereinkommt, spürt sofort, welche Dynamik entstehen kann. Denn alle reden mit, wie im Parlament. Das ist das Kennzeichen der Demokratie. Wer sich selbst ein Urteil bilden will, sollte wahrnehmen, was andere denken und natürlich auch seine eigene Position einbringen. Nur so entsteht Orientierung. Darum geht es in unserer Bildungsarbeit. Politische Bildung, Diskurs und Begegnung mit dem christlichen Glauben sind hier seit fast 75 Jahren zu Hause. In diesem einmaligen Ambiente, in einem Schloss mit Park am Starnberger See und einem malerischen Blick auf die Alpen. Die Corona-Pandemie hat unsere Tagungsarbeit stark eingeschränkt. Wir haben deshalb neue Formate entwickelt. Einen Podcast, den Seefunken, und ein Videogesprächsformat, den Rotunde Talk. In jeder Folge sprechen meine Kolleginnen und Kollegen und ich mit einem Gast über die Corona-Krise und ihre Folgen, aber vor allem über die künftige Entwicklung unserer Gesellschaft. Freuen Sie sich auf viele anregende Begegnungen mit Menschen, die etwas zu sagen haben.